Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Video für euch, aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, heute soll es mal wieder um die Rache des Sub gehen. Es geht um die Neuzugänge vom Oktober 2021. Wir wollen mal schauen, was habe ich von diesen Büchern bis jetzt gelesen und welche sind noch auf meinem Sub. So, ich schmeiße jetzt mal mir hier eben einen Stecker ins Ohr und starte mal die Neuzugänge. Und dann wollen wir mal gucken, wie es so aussieht. Ja, ich bin sehr gespannt. Die letzten Monate vorher waren ja ziemlich heftig, was den Buchkauf angeht. Und ja, ich sehe schon das Bild. Ich glaube, ganz so wenig Bücher waren es auch nicht. Aber mal gucken. Ich habe, glaube ich, so vom Gefühl her, dass es jetzt so langsam mehr Bücher sind, die ich dann auch gelesen habe. Und ich sehe schon, ich sage gerade, dass es schon sehr interessante Bücher sind, die ich mir gekauft habe. Schauen wir mal. Das erste Buch ist ja von Daniela Krien. Und ich muss schon sagen, ich hatte ja vorher das Buch Der Brand gelesen und habe dann ja, geguckt und habe dann halt auch gesehen, Die Liebe im Ernstfall habe ich dann als Mängelexemplar irgendwo gut und günstig bekommen. Und das Buch ist auch in einem sehr guten Zustand, hatte unten nur so eine kleine Macke. Und da die Bücher ja im Diogenes Verlag recht teuer sind, wenn man dann nur 7 Euro oder was zahlt, ist das schon immens. Ja, in diesem Buch geht es um 5 Frauen, die alle was mit der DDR zu tun haben und die nach Mauerfall jetzt ja, es genießen, in die Freiheit sozusagen gegeben und sind jetzt nach der Wende sind sie halt sehr selbstbewusst geworden. Sie wollen eben alles erkunden und machen, was ihnen jetzt an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Aber sie merken ganz schnell, dass Freiheit auch einen Preis hat und dass es auch einen Zwang hat, weil man eben permanent wählen muss und selbst entscheiden muss, was einem vorher vielleicht abgenommen wurde. Jede dieser Frauen hat auch ihr Päckchen zu tragen, die andere ist Ärztin, eine wird verlassen und jede Frau für sich hat ein Problem zu bewältigen und ihre Wege kreuzen sich. Und ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, habe ich da gerade gesagt, und ich kann euch sagen, ich habe das Buch gelesen und muss allerdings sagen, dass es ja an den Brand nicht herankam für mich. Also der Brand war sensationell. Hier war es so, dass wir immer nur so kleine Ausschnitte aus dem Leben gesehen haben, also so Momentaufnahmen, und haben halt ja nicht mehr erfahren. Aber Daniela Krien schreibt schon gut und ich fand es nicht schlecht, aber es kam, wie gesagt, nicht an den Rand heran. So, das nächste Buch, noch ein Buch aus dem Diogenes Verlag, nämlich von, ich glaube, ja, von Marco Balzano, Wenn ich wiederkomme. Ein grandioses Buch, habe ich gelesen. Hier geht es darum, wie es ist, wir holen für unsere Liebsten aus den Ostblock-Ländern, holen wir Leute hier hin, die uns pflegen, die bei uns leben. Diese Geschichte spielt in Italien und in Rumänien, weil im Mailand sozusagen viele Rumänen hinfahren und dort ihr Geld verdienen, um eben der Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Und wir haben hier eine Frau,
die diesen Schritt wagt. Und sie geht nach Mailand und ja, sie ist sehr liebevoll, ist Kinderfrau, aber sie merkt eben ganz schnell, dass dieses Leben ja auch Nachteile hat. Das Geld lockt, aber es wird ja auch viel zur Familie geschickt, sodass ihnen selber nicht viel bleibt und sie auch ein karges Leben im fremden Land führen. Und ja, es geht halt darum zu sehen, wie sieht es auf der anderen Seite aus. Klar, für uns ist es gut, wenn wir Leute hier haben, die uns pflegen, aber was es für diese Menschen bedeutet, wenn sie ihr Land, ihre Familien verlassen. Und ja, es ist für sie auch schwer. Sie verlassen eben, wie gesagt, ihre Familien, Ehen stehen auf dem Spiel, Probleme mit den Kindern. Gibt es ja Probleme, die dann eben nicht gelöst werden können. Ein sehr spannendes Buch und für mich auch grandios. So, das nächste Buch. Jetzt kommt ein Thriller, der sehr blutig ist. Und er ist von Chris Meyer. Ja, Der Blutkünstler. Habe ich auch schon gelesen. Ja, genau. Hier geht es um Tom Bachmann, der Seelen seziert von Psychopathen. Er ist Profiler und er ist wohl der Beste seines Fachs. Aber er bekommt es eben mit einem neuen Killer zu tun, der dem Wort Grausamkeit eine neue Dimension verleitet. Und er foltert seine Opfer sehr lange und er versucht ein Kunstwerk zu erschaffen in dem Moment, wo ein Mensch halt extreme Schmerzen erleidet. Und ja, Tom wird mit diesem Fall betreut und er muss sich selber auch eine Wahrheit stellen, die mit seiner Vergangenheit zusammenhängt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kommt es, dass er solche Killer so gut versteht und ja, was ist sein Geheimnis? Ich habe das Buch gelesen, fand es richtig, richtig spannend und hatte auch bis dato nichts von ihm gelesen. Aber es gibt inzwischen noch ein zweites Buch, das habe ich allerdings auch noch nicht gelesen. Ich wollte es, glaube ich, mir immer holen, aber naja, bisher habe ich es nicht gemacht. Und ich sehe gerade, es ist Oktober und somit ist das erste Weihnachtsbuch bei mir eingezogen von Jenny Colden. Ja, Weihnachten im kleinen Inselhotel. Das Buch habe ich dieses Weihnachten nicht gelesen. Ich hatte andere Bücher, die ich dem Vorrang gegeben habe und dieses Buch. So werde ich dann auf jeden Fall in der Weihnachtszeit lesen, weil also jetzt, und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo es halt um ein tolles Menü geht in der Weihnachtszeit, um prasselndes Feuer und um ein kleines Hotel und seine Besucher. Und in diesem Fall ist das Hotel eben eine Baustelle. Es sollte eigentlich rechtzeitig eröffnet werden und die Kaffeebesitzerin Flora, die müssen sich halt anstrengen, um eben ja das Hotel, dem Hotel behilflich zu sein, dass es halt noch rechtzeitig eröffnet werden kann. Also ein richtiges, gefühlvolles Weihnachtsbuch, ja. Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich werde es garantiert nächste Weihnachten lesen. So, das nächste Buch. So, Die Überlebenden von Alex Schulman. Das Buch habe ich auch gelesen. Es spielt in Schweden. Es ist die Geschichte einer Familie, die vor 20 Jahren, wo etwas passiert ist, was die Familie auseinanderreißt.
Die Familie hat immer an einem See gelebt in den Sommermonaten und es ist sehr einsam dort, die Familie lebt dort und ja, die Eltern sind so ein bisschen seltsam, weil die Mutter liebt die Söhne total, aber sie hält auch nie zu ihnen. Der Vater ist sehr hart. Er versucht immer, die Kinder wohl ganz gut zu erziehen, aber trotzdem ist er sehr widersprüchlich, weil er schickt sie ganz oft in irgendwelche Notsituationen, sagt zum Beispiel im frühen Morgen so, Leute, springt in den Teich, schwimmt so weit hinaus, das Wasser ist eiskalt, die Jungen sind keine guten Schwimmer. Und so gibt es immer wieder Situationen, in die er die Kinder in Gefahr bringt. Und die Eltern selber, ja, trinken viel, sitzen viel nur am See. Und so richtig für die Kinder was tun, machen sie nicht. Irgendwann abends fällt ihnen auf, oh, ups, es gibt noch kein Abendessen. Und also man merkt also, ja, da tun sich Abgründe auf. Und die Mutter, als sie tot ist, möchte auf keinen Fall mit dem Vater zusammen beerdigt werden, sondern an diesem See. Ganz gutes Buch, war aber allerdings auch kein Highlight für mich. So, mein nächstes Buch ist von Julia Frank. Von der habe ich bis dato nichts gelesen. Dieses Buch heißt Welten auseinander. Dieses Buch habe ich nicht gelesen. Das liegt noch auf meinem Sub. Es soll irgendwie autobiografische Züge haben. Und ja, es geht um eine Erzählung einer Jugend, die voller Brüche ist. Und es handelt von Trauer, von Tod, von Liebe. Es soll literarisch wohl ganz gut geschrieben sein. Hier geht es auch um eine Familie, wo die Mutter Geologin ist und die entdeckt einige Sachen. Und ja, also dazu kann ich noch nicht viel sagen, weil das Buch habe ich auch noch nicht gelesen. Vorne drauf sind Vögel abgebildet. Und es geht um ein Mädchen, die in Ostberlin geboren ist. Und ihre Mutter geht eines Tages mit ihr in den Westen rüber. Sie landen in einem Notauffanglager und werden irgendwann nach Schleswig-Holstein verlegt. Und sie leben dann in einem chaotischen Bauernhaus. Und irgendwann mit 13, ich weiß nicht, ob sie ausbüxt, geht sie nach West-Berlin. Und ja, sie bekommt Sozialhilfe, macht ihr Abitur. Und begegnet eines Tages ihrer großen Liebe. Und ihr Leben scheint wohl auch sehr chaotisch zu sein. Klingt für mich nach einer interessanten Geschichte, aber bis jetzt habe ich noch nicht also zu diesem Buch gegriffen. Und ja, also wäre das so ein Kandidat, den ich mir vielleicht mal diesen Sommer näher angucken sollte. Ja, bisher läuft es ja ganz gut. Also bisher habe ich ja noch nicht viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Und ich sehe schon, das nächste Buch ist von Susanne Abel. Stay Away from Gretchen. Ach Leute, ein Highlight-Buch für mich. Habe ich schon gelesen. Es geht um den Radiomoderator Tom Mondrath, der sich immer mehr Sorgen um seine Mutter Greta macht, denn es kommt raus, dass Greta Anfänge von Demenz hat und die Krankheit schleicht immer weiter vor und es ist so, dass Tom Mondrath sich Gedanken machen muss, wie geht's weiter. Seine Mutter fängt eines Tages an, auch von Sachen zu erzählen aus der Vergangenheit, von denen Tom nichts weiß. Und er findet in ihren Unterlagen auch Fotos, unter anderem Fotos von einem jungen Mädchen und das mit der Mutter zusammen auf dem Bild ist, als sie eine junge Frau war. Und ja,
ein bombastisches Buch. Es war toll und traurig und ach, ich war begeistert. Es gibt noch einen zweiten Teil von Susanne Abel, wo es dann um die Geschichte von Toms Vater geht. Das habe ich noch nicht gelesen, aber auf der anderen Seite habe ich es dann noch vor mir und kann das Buch noch genießen. Aber wie gesagt, Stay Away from Gretchen, eine super Geschichte. Ich kenne keinen, der irgendwas Negatives über dieses Buch gesagt hat. Ganz im Gegenteil, alle sind hellauf begeistert. So, und ach Gott sei Dank, das letzte Buch ist ein Thriller und heißt, ich bin gespannt, Ich vernichte dich, okay, von Brad Parks. Ist ein Thriller und den habe ich irgendwo als reduziertes Buch bekommen. Hier geht es um die Mutter Melanie, die in Bedrängnis kommt, weil man hat ihr den Sohn weggenommen. Sie soll angeblich Kokain im Kinderzimmer versteckt haben und das Kind im Internet zum Verkauf angeboten haben. Man macht ihr diese Vorwürfe und sie sagt, dass sie das nicht war und jemand versucht sie zu vernichten. Und ob sie eine Chance hat, sich davor zu befreien, wird sich zeigen. Also das Buch heißt auch, glauben Sie nicht, dass Sie sich vor dem Ende von dieser Spannung befreien können. Ja, also das klingt nach einer super Geschichte. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es gelesen habe. Aber ich glaube nicht. Muss ich nochmal recherchieren. Also ich glaube nicht. Naja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein spannungsgeladenes Buch ist, weil wenn mir jemand vor den Kopf knallen würde, du verkaufst dein Kind im Internet, du gibst ihm Drogen oder du verkaufst Drogen, dann würde ich, glaube ich, auch durchdrehen und ne, zur Raserei verfallen. Ja, klingt nach einem spannenden Buch. Leute, das waren meine Bücher, die ich im Oktober 21 gekauft habe. Und wie ich feststellen muss, ich glaube, es waren jetzt nur 3 Bücher. Und alle anderen Bücher habe ich gelesen. Das klingt doch super. Ich stoppe jetzt mal an dieser Stelle und versuche, die Bücher rauszusuchen. Hallo Leute, hier bin ich wieder. Ja. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich das Buch von Brad Parks, Ich vernichte dich, nicht gefunden habe. Und ich bin mir jetzt auch überhaupt nicht mehr sicher, ob es noch in meinem Besitz ist. Ich hatte nämlich einige Bücher auch mal angelesen und auch einige Bücher aussortiert, die mir nicht gefallen haben. Und ein paar habe ich auch verschenkt. Es kann jetzt wirklich gut sein, da muss ich nochmal echt in mich gehen, dass ich das Buch weggetan habe, weil es mir nicht so gut gefallen hat oder ich es einfach verschenkt habe. Die anderen beiden Bücher habe ich gefunden. Das war überhaupt kein Problem. Jenny Colgan, Weihnachten in dem kleinen Inselhotel. Ja, hier geht es ja wirklich um eine richtig schöne, nette Geschichte. Es geht um eben einen geschmückten Kamin, prasselndes Feuer, ein Weihnachtsmenü und um ein Hotel, das auf der schottischen Insel Moher eröffnet werden soll. Und wenige Wochen vor der Eröffnung ist das Hotel in einem katastrophalen Zustand, nämlich eine Baustelle. Ja. Dieses Buch werde ich jetzt dieses Jahr in der Weihnachtszeit lesen. Ich habe dieses Jahr ja erstmal andere Bücher gelesen, aber Jenny Colgan schreibt ja sehr schön. Und das ist auch, glaube ich, so eine Reihe über dieses Hotel, was ich allerdings noch gar nicht kenne. Aber ich glaube, so ein Weihnachtsband kann man auch unabhängig voneinander lesen. Ja, dann hatte ich ja noch das Buch von Julia Frank, Welten auseinander, das im Fischer Verlag erschienen ist. Es ist vorne drauf sehr schön gestaltet mit den Vögeln und dem, ja, der See. Gefällt mir gut. Hier soll es halt um die Beschreibung einer Jugend von einem Mädchen, das in Ostberlin geboren worden ist, nämlich von Julia.
die mit ihrer Mutter in den Westen gegangen ist, in Schleswig-Holstein lebt, in einem Bauernhaus und mit 13 auf einmal das Gefühl hat, nicht mehr dort länger wohnen bleiben zu können. Sie geht nach West-Berlin und verdient sich sozusagen Sozialhilfe, ist Schülerin, versucht ihr Abitur zu machen, geht nebenbei putzen und sie möchte gerne auch ihren Vater kennenlernen und ja, erlebt allerhand. Das ist auch ein Buch, was sehr interessant zu sein scheint. Also die Geschichte von einer Familie. Das Buch werde ich dann mal mir auch näher anschauen und versuchen es ja irgendwann in den nächsten Monaten jetzt zu lesen. Ich bin ganz zufrieden. Endlich mal nicht Berge von Büchern bei der Rache des Sob. Wie gesagt, den Thriller. Also ich habe jetzt wirklich überall gesucht, wo ich suchen kann. Und es scheint mir wirklich so, dass ich das Buch ja weggetan habe oder weggegeben habe. Sollte ich es wieder erwarten, doch irgendwo finden, schaue ich es mir nochmal genau an. Ansonsten, wie gesagt, das Weihnachtsbuch werde ich erst Weihnachten lesen. Und oder in der Weihnachtszeit, aber Julia Frank werde ich mir dann bestimmt jetzt in den nächsten Monaten anschauen. Ja, das war's. Ich bin mal erfreut. Die Rache des Sub mal nicht extrem. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr seid dann vielleicht beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, wir sehen uns.